poro se menya siamma. Ibar ke guring ngula. Afrika ist unser Nachbarkontinent und er gilt immer gleichzeitig als der Arme und so. Und man natürlich feststellen kann, dass man nach 50 Jahren Unabhängigkeit, das war ja der Anlass und Grund, warum wir auch die Kohle gekriegt haben vom Fernsehen, dass wir es machen konnten, die 50 Jahre, dass sich was verändern müsste, dass da aber ein unglaubliches Potenzial drin steckt, ja, in Afrika, das muss man sich mal klar machen. Ich meine, Land wie Ägypten zum Beispiel, das sind irgendwie 64% sind unter 27 Jahren. Das ist nicht nur Hungermenschen, das ist auch ein Potenzial an intellektuellen Studenten, Menschen, die sich anpassen können und flexibel sind und so. Ich habe mich schon sehr ausführlich und sehr lange, habe Bücher geschrieben, viele Filme gemacht, die mit uns und Afrika, den Nachbarkontinent, zu tun haben. Aber Entwicklungshilfe nicht, das war nicht mein Thema. Aber wenn man da reist als weißer Kerl, dann begegnet man natürlich immer den Weißen und den Entwicklungshelfern. Das ist einer der Kontaktkreise, die Franzosen, die Deutschen, die Schweizer, die Österreicher. Einfach trifft man, unterhält sich. Und dann fand man, dass man kommt alle paar Jahre hin und der ist ja immer noch da oder die ist ja immer noch da. Und die haben immer wieder neue Jobs gehabt. Die konnten nicht weg, die wollten nicht weg. Erst waren sie Deutscher Entwicklungsdienst, dann waren sie GTZ. Die haben immer was gefunden. Der Resort, irgendwas haben sie gefunden, damit sie da bleiben können. Und bei manchen mag ja eine Rolle spielen, dass sie mehr Kohle kriegen oder Swimmingpool haben, aber die meisten haben das gar nicht. Das sind so Unterstellungen. Viel wichtiger ist, du bist niemand, wenn du hierher kommst. Hier bist du eine Nummer in München. Aber wenn ich jetzt oder irgendeiner oder sie irgendwo in Bamako oder in Nairobi sind, dann sind sie oft mit Botschaftern zusammen und so, verstehst du, Partys. Und das ist eine ganz andere Anerkennung und Ansehen. Und das ist eigentlich der wichtigste Faktor, warum diese Abhängigkeit, der Aider oder Entwicklungsindustriellen, ja, warum dieser Mechanismus funktioniert und so. Und das hat mich immer gehört, warum reflektiert darüber keiner? Warum macht nicht jemand was über diese Folgen dieser Entwicklungshilfe und die Abhängigkeit der Geber und der Nehmer? Das sind immer die, auf Englisch sagt man Good Doers, ja, die Leute, die Gutes tun, ja, die karitativen Leute, was ja zum Teil stimmt, aber das ist der kleinere Teil, das meiste ist ja Großindustrie. Vergessen Sie das nicht. Sie leben in einem größten, immer noch, glaube ich, der Exportweltmeister oder was. Also das ist alles großes Geschäft. Ich meine, unser Entwicklungsminister, unser Deutscher, der denkt ja so, der ist ja stolz auf jedes Projekt, weil er sagt, für 1 Euro, der runtergeht, kommt 1,80 zurück. Da muss man praktisch darüber reden können, dass diese Entwicklungshelfer nicht alles nur gute Menschen sind, sondern dass die ganz starke Interessen haben, Abhängigkeiten haben und einfach auch davon leben, dass es andere gibt, die sie brauchen. Und andersrum die Afrikaner, die sich natürlich ans Schenken gewöhnen, die sich sehr schwer oft anpassen an das, dass man so eine Kamera hier oder etwas warten muss, sondern wenn das Stativ kaputt ist, dann gucken sie den Heller an und sagen, ja, kannst du nicht ein neues mitbringen hier oder so. Das ist auch ein Tabu. Einmal ein Tabu deshalb, weil wenn sie nämlich die Afrikaner praktisch kritisieren und sagen, lethargisch oder irgend sowas, ja, dann ist es gleich Rassismus. Ich habe keine Angst vor Rassismus. Ich habe so viele afrikanische Freunde und Freundinnen, die wissen genau, dass ich kein Rassist bin. Das andere Tabu ist bei den Journalisten, keiner will sich das vertun mit den NGOs oder mit dem Entwicklungsministerium. Die haben immer so schöne Reisen, ne? Machst du Journalistenreisen, da kommst du dahin, wo du sonst viel Kohle zahlen müsstest dafür. Und deswegen passiert da auch nichts, ja. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, das müsste man aber jetzt wirklich mal angehen. Und das kam dann mit einem Angebot von dem Produzenten aus Köln zusammen. Und dann wurde dieser Film gemacht. Und das ging aber über 2,5 Jahre. Und ein Kriterium, warum der Film so aussieht, wie er aussieht, ist das, dass ich gesagt habe, ich suche mir nicht die spektakulärsten Fälle raus. Ich habe lange recherchiert und ich wüsste journalistisch viel brisantere Sachen, knackig, ja, so richtig und so. Ich wollte aber einen Film ohne Kommentar machen und die Bilder sollten das tragen. Das bedeutet, eine Bedingung für die Auswahl der Fallstudien, und nur hat es mich interessiert, nicht als Fernsehfeature, sondern als Fallstudien, ein Kriterium dafür war,
dass praktisch das dokumentierbar ist in Bildern. Was war da vor 30 Jahren? Weil Kommentarbabbeln oder so, das kann jeder. Und das kann keiner kontrollieren, was man, ne? Aber mit Bildern, da musst du schon was da haben, damit du die Veränderungen zeigen kannst. Und das war zumindest im Falle zum Beispiel der Baumwolle garantiert, weil ich da seit fast 40 Jahren praktisch Kontakt hatte und immer wieder in gleichen Drehorten war und eigene Bilder und Archive hatte. Und in anderen Fällen habe ich es recherchiert. Das eine war in Norwegen. Da, und das waren halt die Kriterien, ne? Und daran habe ich mich dann gehalten. Das war vielleicht manchmal auf Kosten von irgendeiner Radikalität oder Spekulation, aber ich finde es nur so authentisch und glaubwürdig dokumentarisch. Jeder dieser Geschichten, diese drei Geschichten, hat ja irgendwie eine bestimmte Kernidee und Logline. Und dann haben wir in dem Fall von dem Staudamm in Mali, ist es eben die Sache, dass man sieht, dass da etwas gegen die Interessen der Bevölkerung vor Ort, für die Interessen der Stadt. Also genau das Umgekehrte, was man eigentlich machen sollte, auf einem Kontinent, wo 80% der Menschen in der Landwirtschaft leben, muss man die fördern und nicht die Städter. Es gibt ja bei so Großprojekten sozialbegleitende Maßnahmen. Und das waren die Entwicklungshelfer, die man im Film sieht. Die sollten 15 Jahre bleiben. Aber die wurden nach 3 Jahren wieder abgezogen und die Leute allein gelassen. Also das ist einfach so ein Modell, wo man sieht, Business as usual und das Ganze mit dem Sozialen und die Anpassung, die Menschen eine Chance geben, ja, die wird auf der Strecke bleiben. Das ist die Geschichte bei Manantali. Bei der Baumwolle ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher. Da weiß man, naja gut, also die haben halt, die waren gläubig und sind auch heute noch technologiegläubig. Deutsche Firmen und deutsche Entwicklungshilfe ermöglichte es, eine Musterfarm zu bauen, die voller deutscher Geräte und Chemie, kann man noch von den Bildern von 1978 sehen. Das ging dann noch weiter, da gab es auch dazu Garnfabriken und so weiter. Das haben wir jetzt in dem Film ausgelassen, weil das wäre ein eigener Film. Und praktisch da sieht man heute die Ruinen, weil die das nicht finanzieren konnten, weil der Baumwollpreis gefallen war über Jahrzehnte. Also das ganze Projekt war viel zu groß angelegt und die Gläubigkeit der Menschen in eine, sagen wir mal, Struktur und industriellen Messias und so etwas, der wieder kommen wird und uns die Traktoren wieder schenkt, die völlig natürlich zum Niederliegen dieses Dorfes geführt hat und zur Armut, Verarmung mit Hunger richtig. Das gab es dort früher nicht. Das war undenkbar in den 80er Jahren. Das dritte Beispiel, also das andere Beispiel ist organische Baumwolle. Man kann also ein Baumwolldorf, das viel ärmer dran war, das kenne ich eben auch schon seit 16 Jahren. Ich bin immer sehr vorsichtig bei so Projekten, ja, weil die Pressesprecher drehen einen allen möglichen Dreck an. Und, ne? Also nee, ich kenne es wirklich aus Anschauung und kenne die Leute gut. Und da hat man gesehen, was das für ein Fortschritt wird. Und das konnte man zeigen und damit auch die Hoffnung. Ne? Und bei der dritten Geschichte, nämlich mit der Fischfabrik, ich meine, das ist natürlich ein klassisches Modell für einen weißen Elefanten, weil ein blöderes, absurderes Bild als zwischen den Strohhütten der Turkana-Nomaden dann plötzlich eine riesige Fabrik, die sinnlos ist und die noch nie einen Sinn hatte, die also praktisch nie lief und wurde dann als Lager gebraucht, ja, ist natürlich ein Irrsinn. Das Bild zeigt es schon sofort. Naja gut, und das ist die Geschichte über angepasste Technologie, wenn Sie so wollen, oder nicht angepasste. Also ob das mit Hilfe zu tun hat, das ist reines Business. Es gibt völlig verschiedene Projekte. Es gibt Kleinprojekte, die sehr sinnvoll sind. Also solche Sachen muss man praktisch wissen. Und dann kann man auch das Tabu brechen, dass man nicht diese paar Leute verletzen würde, die unter Opfern anständig irgendwo im Dorf sich abrackern unter viel Mühe. Und so, und die muss man natürlich ein bisschen schonen, die tue ich jetzt gerade nicht schonen mit meinem Film, die kommen gar nicht vor eigentlich, aber die greifen mich natürlich jetzt an. Also ich habe jetzt ganz viele Anfeindungen von Leuten, die eigentlich meine Freunde sind und das als unsolidarisch fürchten, ja. Aber ich greife nicht deren Projekte an. Ich meine eigentlich die Großprojekte, die relevanten, und das ist das absolute Gros leider, zumindest ökonomisch gesehen und bedeutend für uns auch wirtschaftlich. Das muss man thematisieren können und da muss man praktisch darüber reden können, über die Tabus hinaus. Be aware of these dangers.
Ich finde ja auch richtiger, wenn praktisch die Einheimischen selber solche Filme und Themen angehen würden, weil die sind ja kompetent davor. Ist ja peinlich, wenn so ein weißer Kerle daherkommen muss und dann die Tabus und deren Tabus auch brechen will. Die müssen ja offen drüber reden können. Das tut nicht jeder, weil da droht auch Gefahr. Ne? Das sind aber die Afrikaner, die jetzt im Film zu Wort kommen.